hat ja schon, glaube ich, die wichtigsten Eckdaten erzählt. Aber Alexander von Humboldt, ich habe so geguckt bei Ihnen, Sie haben ja promoviert an der LMU über einen Physiker. Ja? Und der Physiker war ja auch, oder ja war, mindestens genauso berühmt wie Alexander von Humboldt, weil das war Nobelpreisträger, ein deutscher Nobelpreisträger. Ne? Und Max Born, genau. Und ich glaube, dass Herr Woll sicherlich eine große Auszeichnung hat und das, was Frau Kausch schon sagte, weltbekannt. Er hat zwischen 94 und 2004 2007 mindestens 11 Ausstellungen organisiert und begleitet, nicht nur in Deutschland, Spanien, sondern auch Lateinamerika, Mexiko, Kolumbien, Venezuela, wie gesagt, in Südamerika. Und das ist, glaube ich, der Kontaktpunkt zu mir, weil Herr Woll hatte Gelegenheit, meinen Vater kennenzulernen in Südamerika. Und über meinen Vater, als mein Vater damals fragte für mein Lionsjahr, wen Interessanten kann ich denn bringen, mit wieder meinem Motto, über die Grenzen hinaus, hat er gesagt, Mensch, da gibt es jemanden, der kennt Alexander von Humboldt sehr, sehr gut. So habe ich Herrn Woll angerufen, angeschrieben und sehr schnell kam dann die Antwort, dass er sehr gerne mit seiner Frau hierher kommt und uns etwas über Alexander von Humboldt erzählt. Ich glaube, Alexander von Humboldt, und Sie sagten es schon, pflegte damals schon wie auch unser Lionsgedanke, die Freundschaft und das Verstehen von verschiedenen Völkern. Und hat uns das vorgemacht, er hat ja oder ist viele Jahre rumgereist und hat versucht auf gleicher Ebene, Augenhöhe mit den Indianern, Befreiung der Sklaven, Einhaltung der Menschenrechte, das vorzubringen. Deswegen freue ich mich vielleicht heute auf diesen interessanten Vortrag auch mit dem Gedanken, hat er uns was von der Globalisierung schon vorne weggenommen? Ja? Oder dieses Menschenrecht geprägte Zukunftsorientierung, die heute, wenn man sich anguckt, was im Moment in den Schlagzeilen immer wieder erscheint, ob Fotos publiziert werden sollen oder nicht, Presse macht. Vielleicht hat ja Alexander von Humboldt da auch schon uns vor Jahren was vorausgemacht. Bin sehr gespannt über seinen Vortrag. Vielen Dank. Hier sehen Sie Alexander von Humboldt. Ich möchte über ihn berichten, ähnlich wie in meinem Buch, Mein vielbewegtes Leben, das war ein Zitat von Alexander von Humboldt, und ich möchte auch ein bisschen chronologisch über ihn berichten. Vieles können Sie im Buch vertieft danach lesen, viele Bilder können Sie auch dort sehen, es sind 150 Bilder insgesamt. Die ich hier zeige, sind teilweise andere, die im Lauf dieser Ausstellungsreihe auch einfach entdeckt wurden, gesammelt wurden. Wir haben ein großes, großes Fotoarchiv mittlerweile. Und ja, und diesen Alexander, den habe ich mir dann sogar mal antiquarisch erstanden. Der hängt jetzt über unserem Sofa. Und also es gibt nicht mehr viele von diesen Radierungen von ihm. Also es sind nur drei noch bekannt. Eine ist im Stadtmuseum in Berlin. Und für Humboldt war das sein liebstes Porträt. Also es zeigt ihn sehr authentisch nach seiner großen Amerika-Reise, auf die ich nachher eingehe. Er war damals 36 Jahre alt, also hat sich recht gut gehalten, finde ich. Und er war eine faszinierende, eine sehr, heute würde man sagen, hyperaktive Persönlichkeit. Er war auch eine andere Persönlichkeit als die, die Daniel Kehlmann in seinem Weltbestseller zeichnet. Auch da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen und möchte auch ein bisschen die Differenzen zum echten und zum Kehlmannschen Humboldt aufzeigen. Und ich hoffe, dass wir nachher noch ordentlich darüber auch diskutieren können, denn dieses Thema Kehlmanns Humboldt und der wahre Humboldt ist wirklich viel Zündstoff. Und Herr Vollert hat ja auch schon darauf hingewiesen, wie modern wir mittlerweile diesen Alexander von Humboldt sehen. Also was gibt er uns, was zeigt er uns, was ist aktuell an ihm? Auch da möchte ich drauf eingehen. Vor allen Dingen aber auf seine Persönlichkeit. Dazu ein Zitat, und zwar von der Berliner Schauspielerin Caroline Bauer, die ungefähr um 1820 berichtet hat,
Alexander von Humboldt, hoch und schlank, elegant und beweglich wie ein Franzose, tauchte oft plötzlich blitzartig ein aufregendes Irrlicht an Rahels, also Rahel Warnhagens, tätisch auf, knusperte ein paar geröstete Kastanien oder Biskuite, sagte Rahel Henriette Herz und Bettina von Arnim im Fluge die niedlichsten Schmeicheleien, plätscherte wie ein Salonspringbrunnen von kölnischem Wasser die zierlichsten und pikantesten Hof- und Stadtneuigkeiten in das Tassengläser hinein, plauderte mit Herrn von Warnhagen noch 2 Minuten in der Fensternische und war verschwunden wie ein Irrlicht.